Hi, ich bin Farah, ich bin 21 Jahre alt und eine Weitläuferin. Außerdem bin ich die Prinzessin von Liham, was man unter anderem auch vielleicht ein bisschen an meinem Aussehen erahnen kann, da ich viel Schmuck trage, besonders Goldschmuck. Dazu gehört ein Amulett, ein Armreif, goldene Ohrringe. Von der Kleidung her bin ich ein bisschen unauffälliger unterwegs, trage eigentlich nur eine braune Haremshose und ein braunes Top und trage meinen Zopf meistens im Pferdeschwanz. Das Einzige, was vielleicht etwas ungewöhnlich ist für eine Prinzessin, ist, dass ich immer barfuß laufe. Aber ich finde, so kann ich am besten mich fortbewegen und kämpfen. Dazu komme ich auch zu dem nächsten, was ich sehr gerne mag, ist nämlich kämpfen, was ich schon seit oder von meiner Kindheit an erlernt habe. Mich haben nämlich nie die Geschäfte meines Vaters, nämlich der Scheich von Liham, interessiert. Und deshalb habe ich mich dem Kämpfen gewidmet. Außerdem bin ich sehr interessiert an der Heilkunde sowie auch an der Magie und beherrsche auch einige Zaubersprüche. Und ja, in einem dieser Unterrichten habe ich Ara kennengelernt. Genau, ich bin die drachenblütige Ara. Ich bin 23 Jahre alt und komme eben auch aus der Gegend wie Farah. Mein Ei ist damals in der Gegend von Liham gefunden worden vom Druidenzirkel und dieser hat mich dann daraufhin bei sich aufgezogen und großgezogen und gelehrt. Und eben weil ich nicht viel über meine eigene Herkunft weiß, bin ich immer sehr angezogen von irgendwelchen Wesen oder Kreaturen, die mir irgendwie ähnlich sehen oder sind, weil ich noch immer irgendwie auf der Suche bin nach dem, was ich eigentlich selber bin. Ja, das wäre es zu mir. Ja, und seit Kindheitstagen sind wir in einer Klasse gewesen und haben uns da dann direkt gefunden. Ja. Und gehen mittlerweile zusammen auf Abenteuer. Oh Gott, können wir das rausschneiden? Das ist absolut scheiße. Nein, das fand ich gut. Ja. Kawaii! Peace out! Hey, das ist mir gar nicht schlecht. Oh, ich bin gerade schnell vorbei. Oh Gott, Puls,